Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Scheinbar wird hier doch noch eine dritte Folge draus. Auch wenn ich das jetzt eigentlich nicht machen wollte, aber ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Kriege ich dieses Schwert? Ist das das richtige Schwert für mich? Wo muss ich hin? Hallo? Was soll das denn? Nee. Ah, also doch hier oben drauf. Aua. Ernsthaft, wie dumm bin ich denn heute? Ernsthaft, wie dumm bin ich denn heute? Komm, rauf da, rauf da. Bitte, danke. Oh Gott, gut, dass das funktioniert hat. Ich habe jetzt für einen Moment schon befürchtet, dass das nicht Mit dem klappt. Bücherregal stimmt etwas nicht. Seht, es ist das gleiche Symbol wie auf der Säule. Bleibt dort, ich komme zu euch. Ah, okay. Dich kann ich also noch nicht drehen. Gut. Da hinüber. Ich dachte jetzt für einen Moment, ich laufe genau in die Dinger rein. War das hier eigentlich? Das ist eine Frage, die sich mir schon eigentlich ein bisschen länger stellt. War das hier das erste Spiel, was eigentlich auch mit diesem Balanceakt oder dieser Balance halten angefangen hat? Oder war das ein anderes Spiel? Ich weiß es schon nicht mehr. Aber das ist etwas, wo ich ehrlich gestehen muss, das weiß ich wirklich nicht. Darum frage ich jetzt auch. Falls es wer weiß, nur wenn ihr es wirklich wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Oh, die nächste Oase, geil. Aquädukt heißt es, glaube ich, ne? Nicht Oase, Aquädukt. Nagelt mich jetzt nicht darauf fest, aber ich glaube, es heißt Aquädukt. Ich guck's jetzt nach. Aquädukte sind Bauwerke zum Transport von Wasser. Alles klar, also. Hey, halt, wo willst du hin? Kann ich mit dir überhaupt irgendwas machen? Nö. Gut, dann gehe ich halt wieder zurück. Und meine lieben Kommentarschreiber, ich habe noch eine Wo Frage kommt an das euch. Glühen her?
dahin? Macht das Sinn? Nein. Sinn würde es machen, den dahin zu zeigen zu lassen. Ist das richtig? Von da komme ich. Oh Mann. Ich gehe mal darüber. Ich guck. Wir gehen nicht darüber. Ich sagte, wir gehen nicht darüber. Wir gehen hier rüber. So, und was ich gesagt habe, ist falsch. Das ist kein Aquädukt, sondern ein Aquädukt ist ein Bauwerk zum Transport von Wasser. Jung, was tust du da? Ich meine, schön und gut, dass du krank bist, ja, aber... Alter, konzentrier dich doch mal. So was macht man nicht. So, so. Schon besser. Darüber. Und dann drehst du dich bitte. Danke. Aber was ich eigentlich wissen wollte. Mögt ihr Grießbrei? Also so ganz klassischen Grießbrei? Hört euch das an! Was vermag die Vernunft im Vergleich zur Liebe? Liebe ist Leben. Wenn ihr leben wollt, sterbt aus Liebe. Sterbt aus Liebe, wenn ihr am Leben bleiben wollt. Was will uns der Autor damit sagen? Ich dachte, es gefällt euch. Wenn ihr euch nützlich machen wollt, findet ein Buch, das beschreibt, wie wir hier rauskommen. So geht das Spiel nicht. Spiel? Sie glaubt, das sei ein Spiel. Naja, aber sie hat recht, Kollege. Das hier ist ein Spiel und du bist nur der Protagonist. Ja, geht doch. Versucht, das Symbol an der Wand zu treffen. Was glaubt ihr, was ich hier mache? Scheinbar Eier schaukeln. Hui. Das Symbol an der... An welcher Wand? Ach so. Ich weiß nicht, warum er das jetzt schon sofort dahin gedreht hatte, weil das war eigentlich nicht so geplant. Bleibt dort! Ich komme zu euch! Seid vorsichtig! Was nun? Da ist noch ein Symbol. Erinnerst du dich? Über dem Bücherregal. Was? Was? Ich bin gleich wieder da. Ganz kurzen Moment. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung, die jetzt ein bisschen länger war, als sie sein sollte. So. Ich, gestehe gerade, ich höre mich nicht selber.
Nein, ich will, dass du da rüber springst. Gut, lasst euch Zeit. Ich lese derweil ein Buch. Mann, Farah, ich bin gerade am Überlegen, welches Symbol du denn meinst. Weil ich sehe hier kein weiteres Symbol. Hier ist auch keins drüber. So, das kommt von da. Das ist über dem... Nee, das ist es nicht. Die Wand kaputt machen ist es definitiv nicht. Seid vorsichtig! Ich muss... Nee, da oben nicht. Ach so. Jetzt habe ich es endlich gesehen. Seid vorsichtig. Ich gebe mein Bestes, Farah. Ich wusste schon, warum ich nicht ganz hochgeklettert bin. Die Wand muss ich zerstören. Halt, kann ich hier weiter rauf? Nein, kann ich hier weiter rauf? Auch nicht. Okay, dann belassen wir es erstmal dabei. Ich muss mir das gleich genauer angucken. Ach so. Ach nein. Wirklich, ja? Okay. Aber der kommt überhaupt nicht daran, wo er ran soll. Kann er auch gar nicht. Sehe ich jetzt den Zusammenhang nicht? Bin ich einfach nur doof? Ich glaube, ich bin gerade einfach nur doof. Da habe ich einen Fehler gemacht. Entschuldigung.
Gehen wir ruhig noch weiter hier rüber, das passt schon. Zack, zack, zack. Daneben nicht, jetzt aber zack. Wo? Wo bitte? Hallo? In die Richtung bitte. Dankeschön. Ich glaube, was ich zu tun habe, ist gar nicht mal so schwer. Ne, geht nicht. Ich kriege den hier auch gar nicht raus. Doch, kriege ich. Okay, ich bin also nicht voll verblödet. Alles klar. Das heißt, der kommt mal an die Seite. Dann greife ich mir dich. Und dann teste ich einfach mal was. Wow. Ich habe jetzt mit fast allem gerechnet, aber nicht damit. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich müsste irgendwie zwei Strahlen machen und hier und da und hast nicht gesehen. Dass es dann doch tatsächlich so simpel ist. Okay. Oh, ein neues Schwertchen für mich. Ich freue mich. Boah, sieht die gut aus. Habe ich jetzt einen Screenshot? Nein, ich habe keinen Screen. Ich war... egal. Das geht hier gerade so einfach. Das gefällt mir nicht. Wo sind die Gegner? Da sind die Gegner. So, ich will... Ein Planetarium. Muss schön sein, so viel Geld zu haben, um sich ein Planetarium, Verteidigungswaffensystem und sonstiges einbauen lassen zu können. So, ich will diese neue Klinge probieren. Los, geh weg. Bams. Bams. Die neue Klinge ist super. Die neue Klinge ist wirklich super. Die macht unwahrscheinlich mehr Damage. Auch wenn man den Damage eigentlich gar nicht sieht, merkt man, die macht mehr Schaden.
Und wo der gerade hingefallen ist, ich habe keine Ahnung. Ach, da ist er ja schon wieder. Schön, dass er wieder hier raufgefunden hat. So. Ich muss lernen, viel mehr zu blocken, aber ich bin so ein unbelehrbarer Mensch, was das Blocken angeht, ne? Das ist... Ich glaube, das ist etwas, was ich in meinem ganzen Leben niemals lernen werde, in all diesen Spielen. Dass ich eigentlich auch zu blocken habe. Aber wir haben es geschafft, ohne es dreimal neu machen zu müssen. Ihr dürft applaudieren. Reicht, danke. Einmal kurz in die Hände klatschen reicht. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So gut bin ich nicht. Man kann das Ding irgendwie nach oben bewegen. Schaut, ob ihr einen Schalter findet. Was macht euch glauben? Egal. So, durch die kurze Pause hänge ich jetzt noch, ich sag mal, noch 5 Minuten dran. Das sollte also ungefähr hinkommen. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Hier ist einer. Soll ich ihn betätigen? Noch nicht! Lasst mich erst auf die Plattform! Jetzt! Also wenn jetzt ein Kampf kommt, sind wir am Arsch. Das wisst ihr, ne? Gut. Oh Gott, ich hab den sogar richtig bewegt. Wer glaubt mir das denn? Okay, der scheint jetzt auch richtig zu sein. Wo?
Muss ich da jetzt rein? Jo, ich muss... Oh Gott. Das Tor ist offen. Ich... Okay, das musste jetzt einmal sein. Einmal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Problem ist, dass, um ehrlich zu sein, finde ich dieses Loch, um hier runterzukommen, das war es nicht. Ich verstehe gerade nicht, wie ich da runterkomme. Muss ich dieses... Ich komme! Kommt schon. Ich hab da, nichts ein Spalt. Gesagt. Moment, lasst uns erst den Korridor überprüfen. Na gut, ihr nehmt den Spalt. Ach du Scheiße. Ich bin hier oben. Versuch den Hebel dort. Ich muss jetzt erst heilen. Und dann versuche ich da noch schnell durchzukommen. Das hat funktioniert. Das war natürlich geplant. Ich kann drüber springen. Versucht's. Was kann schon passieren? Geht doch. So, langsam gehen, Prinz. Wie war das noch gleich? Ach so. Ich treffe euch auf der anderen Seite des Tors. Vorsicht! Ihr solltet aufpassen. Ich glaube, wir alle sollten tierisch aufpassen hier. Um Gottes Willen. Die haben mich trinken lassen. Oh, das sind mal gute Gegner. Ich liebe Gegner, die mich trinken lassen.
Nummer 1 weg. Nummer 2 weg. Waren sie das jetzt schon alle? Really? Wirklich? Weiß ich nicht, ich habe jetzt irgendwie mit 10, 20, 9 gerechnet. Wisst ihr, was ich meine? So, an dieser Stelle machen wir jetzt aber auch ein Folgenpäuschen. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und ja, wir wollen speichern. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Also dann, Entschuldigung, dass ich gerade reingequatscht habe. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ciao.